Heute für euch der wahre Grund, warum Neville Longbottom so schlecht im Zaubern war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über den wahren Grund sprechen, warum Neville Longbottom so schlecht im Zaubern war. Seien wir mal ehrlich, wenn wir an Neville Longbottom denken, denken wir nicht an einen großen und mächtigen Zauberer. Aber habt ihr einmal darüber nachgedacht, warum das so sein könnte? Habt ihr schon mal daran gedacht, dass Nevilles schlechte magische Leistungen vielleicht gar nicht seine Schuld waren? Bevor wir das heutige Video richtig starten, möchte ich euch kurz etwas vorstellen. Viele von euch kennen es sicher, man hat einen langen, stressigen Alltag mit Arbeit, Schule oder Uni und muss wach und energetisiert bleiben. Mir geht es natürlich genauso. Damals habe ich viel zu Kaffee, Koffein und ungesunden Energydrinks gegriffen. Leider sind diese auf die Masse gesehen wirklich ungesund, wie ihr sicherlich schon wisst. Dafür habe ich jetzt Holy Energy entdeckt. Da ich aber gerne nur Werbung zu Produkten machen möchte, zu denen ich auch hundertprozentig stehe und die ich auch selber benutze, möchte ich euch definitiv keinen Schrott vorstellen. Holy Energy ist ein junges Startup aus Berlin, welches die Energy Drinks komplett revolutioniert hat. Sie haben eine viel gesündere Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks entwickelt. Bei Holy hat ein 500 ml Getränk nur 20 Kalorien, keinen Zucker und ganz wichtig, kein Taurin und ist dabei auch noch günstiger als herkömmliche Energy Drinks. Mir persönlich ist der Geschmack sehr, sehr wichtig bei Energy Drinks und nicht nur die Funktion des Wachbleibens. Dabei finde ich Holy Energy auf jeden Fall am besten am ganzen Markt, denn die Drinks schmecken nicht nur sehr, sehr fruchtig, sondern sind nicht so chemisch, was ich an alten Energy Drinks nicht so gerne mochte. Mit meinem Code HPWissen5 spart ihr euch 5 € Rabatt auf eure Bestellung. Ich würde euch auf jeden Fall das Probierpaket empfehlen, welches wirklich alle wichtigen und guten Geschmacksrichtungen enthält. PS, meine Lieblingsgeschmacksrichtung ist der Tropical Tiger. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt lasst uns weitermachen mit dem Video. Okay, also wie einige von euch vielleicht schon wissen, gibt es eine populäre Theorie, die besagt, dass der echte Grund für Nevilles Unbegabtheit in der Zauberei sein Zauberstab war. Ja, das ist richtig, das hat nichts mit Nevilles Zaubererfähigkeiten oder auch seiner Lernfähigkeit zu tun, sondern allein mit seinem Zauberstab. Du fragst dich vielleicht, wie das möglich sein kann. Nun, wie wir von Ollivander wissen, sucht der Zauberstab sich den Zauberer aus und nicht andersherum, was uns zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt bringt. Wie die meisten magischen Dinge in der Welt der Zauberei ist auch der Zauberstab kein beliebiger Gegenstand im Leben, sie sind sogar quasi empfindungsfähig. Anders als Muggelschulsachen ist er nicht nur etwas, das eine Hexe oder ein Zauberer auf dem Nachhauseweg schnell aus einem Laden mitnehmen kann. Der Zauberstabkunde zufolge hat jeder Zauberstab eine eigene Art Persönlichkeit. Es gibt keinen Zauberstab zweimal. Und selbst wenn mehrere Zauberstäbe aus demselben Material hergestellt sind, werden sie grundlegend von demjenigen beeinflusst, den sie als ihren Meister wählen. Zurück zu Neville und seinem Zauberstab. Die große Frage ist hier, wie könnte ein Zauberstab, den Neville erwählt hat, der Grund dafür sein, dass er nicht in der Lage ist, ihn richtig zu benutzen? Es stellt sich heraus, dass Nevilles Zauberstab gar nicht Nevilles Zauberstab ist. Er war ursprünglich von seinem Vater, Frank Longbottom, bevor er und seine Frau Alice gefoltert und von Todessern in den Wahnsinn getrieben wurden, als Neville noch ein Baby war. Neville hat den Zauberstab seines Vaters von seiner Großmutter Augusta Longbottom geerbt, die Mutter von Frank Longbottom. Augusta war sehr stolz auf ihren Sohn Frank, denn sowohl er als auch Alice waren sehr mächtige Auroren gewesen, das heißt Beschützer für das Ministerium gegen die dunklen Künste. Es ist also vernünftig zu denken, dass sie, indem sie ihrem Enkel Neville Franks Zauberstab schenkte, versucht haben könnte, das Erbe ihres Sohnes aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten ihres Sohnes auf Neville zu übertragen. Oder vielleicht wollte sie als ältere, konservative Hexe keinen neuen Zauberstab kaufen. Was auch immer der Grund war, Neville erbte den Zauberstab seines Vaters. An dem Punkt, an dem Ollivander betont, wie der Zauberstab den Zauberer auswählt, fragst du dich vielleicht, ob Vererbung ein akzeptabler Weg ist, einen Zauberstab zu erwerben. Nun, also technisch gesehen ja. Tatsächlich gibt es nach den Gesetzen der Zauberstäbe 3 verschiedene Wege, wie eine Hexe oder ein Zauberer in den Besitz eines Zauberstabs kommen kann. Die erste Möglichkeit ist, dass ein neuer Zauberstab eine Hexe oder einen Zauberer auswählt. Oder ein Zauberer gewinnt den Zauberstab eines anderen Zauberers im Duell oder Kampf. Und ein Zauberstab wird vererbt. Die erste Möglichkeit, einen Zauberstab zu erwerben, ist die eigentlich normalste.
Das ist einfach, wenn eine Hexe oder ein Zauberer einen Zauberstabmacher aufsucht und den Zauberstab sich seinen Meister aussucht. Das ist wichtig zu beachten, denn dies ist zweifellos der beste Weg, um einen Zauberstab zu bekommen. Es ist so, dass wenn ein Zauberstab eine Hexe oder einen Zauberer auswählt, diese Hexe oder der Zauberer den Zauberstab und die magischen Kräfte am besten beherrscht, die sie ausüben. Jedoch sollte ein Zauberer technisch gesehen in der Lage sein, seine Magie durch jeden Zauberstab zu leiten. Die zweite Methode ist, den Zauberstab zu gewinnen. Das kann auf verschiedene Arten geschehen, vom Entwaffnen einer anderen Hexe oder eines anderen Zauberers bis hin zum Sieg in einem Duell. Die Treue des Zauberstabs wird beeinflusst davon, wie ernst die Konfrontation zwischen den Zauberern ist. Zum Beispiel kann ein Übungsduell als Teil von einer Unterrichtsstunde in Hogwarts keinen wirklichen Einfluss auf die Loyalität des Zauberstabs gegenüber seinem Besitzer haben. Darüber hinaus ist die Inbesitznahme eines Zauberstabs auf diese Weise nicht annähernd so effektiv wie die Wahl eines Zauberstabs, seinen Herrn zu wählen. Denn Zauberstäbe neigen dazu, ziemlich sentimental zu bleiben und haben fast immer eine gewisse Form der Treue zu ihrem ursprünglichen Besitzer. Das bringt uns zur dritten und zur letzten Möglichkeit, wie ein Zauberstab und ein Zauberer zusammenkommen können. Vererbung. So kam Neville natürlich in den Besitz seines ersten Zauberstabs. Diese Methode zur Erlangung eines Zauberstabs ist nicht annähernd so effektiv, wie wenn ein Zauberstab den Zauberer auswählt oder ihn gewinnt. Und obwohl familiäre Bindungen helfen können, um die Loyalität des Zauberstabs zu festigen, ist das Erben eines Zauberstabs nur geringfügig besser, als einen beliebigen Zauberstab von der Straße zu nehmen. Also, wenn Nevilles Zauberstab ihn nie wirklich auserwählt hat, könnte das eine Menge über seine magischen Missgeschicke erklären während seiner ersten Jahre in Hogwarts. Noch dazu war Frank Longbottom noch am Leben, während Neville seinen Zauberstab benutzte. Und damit ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass der Zauberstab Frank Longbottom treu blieb anstatt Neville. Hinzu kommt noch, dass eines von Nevilles stärksten Fächern, wenn nicht sein stärkstes, Kräuterkunde war. Das Studium der magischen Pflanzen, das relativ wenig mit Zauberstäben zu tun hatte. Und man kann erkennen, dass Neville vielleicht nicht ganz schuld daran war, dass er in der Schule so schlecht abschnitt. Mit einem anderen Zauberstab wäre er vielleicht schon viel früher richtig gut oder auch großartig gewesen. Jetzt sagst du dir vielleicht, Neville war am Anfang nicht der Beste in der Schule, aber später in der Serie hat doch alles gut geklappt, oder? Während der Schlacht im Ministerium im Harry Potter und der Orden des Phönix brach ein Todesser Nevilles Zauberstab durch. Dann nach diesem Kampf brauchte Neville natürlich einen neuen Zauberstab. Er ging also zu Ollivanders, um sich einen zu kaufen. Und nach all dieser Zeit besaß Neville endlich einen Zauberstab, der ihn wählte. Ab dem Ende des Orden des Phönix war Neville plötzlich nicht mehr so eine lächerliche Figur und sogar ziemlich gut in der Zauberei. Meiner Meinung nach ist das nicht ganz sofort ersichtlich, dass er so viel besser in der Zauberei war. Natürlich ein bisschen, aber nicht so extrem. Aber ab dem 7. Jahr, als Harry, Hermine und Ron auf der Suche nach Horcruxen sind, beginnt Neville wirklich aufzublühen. In der Abwesenheit von Harry übernimmt Neville eine Führungsrolle in Dumbledores Armee und Hogwarts. Und er ist natürlich maßgeblich daran beteiligt, Voldemort zu besiegen. Er ist nicht nur derjenige, der Nagini tötet, Voldemorts siebten Horcrux, er tat dies, indem er das Schwert von Godric Gryffindor aus dem sprechenden Hut zog. Das ist auch an sich schon eine Meisterleistung, denn das Schwert von Godric Gryffindor offenbart sich nur einem wahren Gryffindor im Hut. Ein Ereignis, das Nevilles Qualitäten als Zauberer mit denen von Harry in Einklang bringt. Denn wie du sicher weißt, erschien das Schwert von Gryffindor auch auf Harrys Weg in der Kammer des Schreckens. Sicher, man könnte auch argumentieren, dass diese Dinge dann auch hätten passieren können, wenn Nevilles Fähigkeiten nicht unbedingt in der Magie besser geworden wären. Technisch gesehen hat er seinen Zauberstab ja nicht benutzt, um das Schwert von Godric Gryffindor aus dem sprechenden Hut zu ziehen oder auch Nagini zu töten. Aber ich glaube trotzdem, dass die Schüler in Dumbledores Armee zu Neville aufgesehen haben. Sowohl wegen seiner Führungsqualitäten als auch wegen seiner magischen Fähigkeiten. Der wahre Grund, warum Neville so schlecht in der Zauberei war, war sicherlich sein geerbter Zauberstab. Und als er sich einen neuen besorgte, schien er definitiv ein mächtiger Zauberer zu werden. Dies gab ihm wahrscheinlich auch eine Menge Selbstbewusstsein, welches ihm ermöglichte, zu einem guten Zauberer zu werden. Und das war es auch wieder mit diesem Video und warum Neville so schlecht im Zaubern war. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.